begrüße Sie recht herzlich aus unserem Printmedia Center in Wiesloch. Mein Name ist Kai-Michael Böhm vom Team Anwendungstechnik und Zertifizierung und arbeite dadurch eng sowohl mit unseren Ländervertretungen und Kunden als auch natürlich unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung zusammen. Und ich bin Rainer Hoffmann, genau aus dieser Forschung und Entwicklungsabteilung und bin unter anderem für die Rasterwalzen in unserem Lackierwerke verantwortlich. Wie Sie wissen, produziert Heidelberg seit vielen Jahren Rasterwalzen für alle unsere Lackierwerke, Anicolor-Maschinen und auch die Farbduktoren selbst. Die Kerne dafür kommen aus unserem Werk in Brandenburg, bevor sie dann hier in Wiesloch vorbereitet, Keramik geschichtet und schließlich lasergradiert werden. Wir tun das mit einem eigens dafür entwickelten Laser, der von einer eigens dafür geschriebenen Software gesteuert wird. Dieses Verfahren ist global patentiert und heißt PLP, Pulsed Laser Process. Und dieses Wissen aus der Herstellung kombiniert mit dem Feedback unserer Kunden führt uns zum Thema des heutigen Videos. Reinigung und Pflege dieser Herzstücke des Lackierwerkes. Rainer, wir werden regelmäßig mit solchen Anfragen konfrontiert. Und deshalb wollen wir unsere Erfahrungen und Empfehlungen mit unseren Anwendern teilen. Was ist deine Sicht dazu aus der Perspektive des Entwicklungsingenieurs? Rasterwalze werden mit einem Laser graviert. Deshalb raten wir als Hersteller dringend von einer Reinigung mit solcher Technologie ab, da der Prozess die gleichzeitige Abstimmung mehrerer Parameter bedingt, was prinzipiell Fehlerpotenzial birgt. Fehler dahingehend, dass schlichtweg die Gravurstruktur verändert oder sogar zerstört werden kann. Ähnlich verhält es sich mit der Ultraschallreinigung. Auch hier kann eine Fehlbedienung in Kombination mit mechanischer Einwirkung und falschen Reinigungsmitteln irreversible Schäden verursachen. Wir empfehlen daher, für die tägliche und auch Intensivreinigung im Drucksaal eigens hierfür entwickelte Saphira-Reinigungsprodukte aus unserem Consumable-Sortiment zu verwenden, welche übrigens auch für Anwender im Lebensmittelbereich zugelassen sind. Sehr gut, Rainer. Dann werde ich auf dieses Thema später noch genauer mit unserem Kollegen Tobias Hertle aus dem Produktmanagement dieses Geschäftsbereiches eingehen. Was aber macht der Kunde, wenn er, was wir ja in regelmäßigen Abständen empfehlen, eine Tiefenreinigung benötigt? Möglicherweise auch sehr kurzfristig, weil eine Walze stark in der Produktion verschmutzt worden ist. Die beste Erfahrung, Kai, haben wir mit einem Strahlverfahren gemacht. Hierbei wird ein spezielles Pulver mit geringem Druck auf die verschmutzte Walze gestrahlt. Angetrocknete Verschmutzungen werden schonend entfernt. Durch die einfache Handhabung, den zu der keramischen Oberfläche deutlich weicheren Strahlkörpern, wird die Gravurstruktur nicht angegriffen, nicht verändert. Verbleibendes Strahlmittel wird anschließend einfach mit Wasser und einem Tuch entfernt. Eine tiefengereinigte, visuell homogene Oberfläche ist das Ergebnis. Alle anderen Verfahren bergen, wie schon erklärt, ein großes Gefahrenpotenzial bei Fehlbedienung oder Anwendung. Einmal beschädigt ist eine Walze nämlich unbrauchbar. Hier gibt es keinen einfachen Reparaturprozess, wie zum Beispiel Polieren, Ausbessern oder Ähnliches. Und genau das wollen wir natürlich verhindern. Das alles deckt sich auch mit unseren Erfahrungen, die wir im engen weltweiten Kontakt mit unseren Kunden gemacht haben. Rasterwalzen sind nun mal der Kern des Lackierwerks und wenn dieser Kern nicht wie gewünscht performt, dann funktioniert die gesamte Anwendung mindestens nicht auf dem hohen gewünschten Niveau, vielleicht sogar überhaupt gar nicht mehr. Und deshalb laden wir Sie hiermit herzlich ein, beispielhaft unseren langjährigen Partner in Bayern zu besuchen, der unter anderem auch unsere Neirasterwalzen, die wir Kunden nach entsprechender Vorbereitung zu Testzwecken zur Verfügung stellen, reinigt. Bis dahin, auf Wiedersehen! Grüß Gott, denn wir sind in Bayern und wie angekündigt bei unserem Partner, der Page Factory. An meiner Seite steht Wolfgang Paul, der als geschäftsführender Gesellschafter für Planung und Durchführung dieser Dienstleistung zuständig ist. Herr Paul, ich schlage vor, Sie erzählen uns erstmal etwas über die Erfahrungen Ihres Unternehmens mit der Reinigung von Rasterwalzen, beschreiben dann die Funktionsweise der Anlage hinter mir und lassen danach für einen kurzen Zeitraum die Anlage laufen, damit wir einen Einblick bekommen, wie das abläuft.
Auch von mir erstmals ein herzliches Hallo, Herr Böhm, und an alle interessierten Zuschauer. Wir sind als mittelständisches Unternehmen ein Dienstleister im Druck- und serafischen Gewerbe und bieten den Service der Rasterwalzenreinigung seit über 14 Jahren an und können mittlerweile auf etlich viele gereinigte Rasterwalzen aus verschiedenen Bereichen der Druckindustrie zurückgeben. Die Funktionsweise der hinter mir stehenden Anlage wurde ja bereits beschrieben und deshalb können wir gleich mit einem kurzen Probelauf starten. Hier wird das Strahlmittel durch ein Bürstenrohr aufgeblasen, zerlegt dann die angetrockneten Lackreste und wird anschließend gleich wieder abgesaugt. Insgesamt dauert so ein Reinigungsprozess normalerweise zwischen 30 und 45 Minuten, je nach Verschmutzungsgrad. Wichtig ist natürlich, wie schon beschrieben, dass unser Reinigungsmittel die Rasterwalzenoberfläche in keinster Weise angreift oder beschädigt. Nach diesem Vorgang ist sie praktisch fast wieder neuwertig und überträgt dadurch genau die Lackmenge in der Qualität, wie sie was gewohnt war. So sind sie dann von uns nach der Endkontrolle verpackt und in der angelieferten Holzkiste innerhalb kürzester Zeit an den Kunden zurückgeschickt. Lassen Sie mich abschließend nur noch ein paar Fachbegriffe erwähnen, die jedem von Ihnen sicher geläufig sind. Glanzwert, Mattgrad, Scheuerfestigkeit, Gleitwinkel, Verlauf, Homogenität und so weiter. Alle diese Qualitätsmerkmale werden nach der Reinigung wieder wie gewohnt vorhanden sein. Danke, Herr Paul, und an Sie bis später zurück im Print Media Center in Wiesloch. Hallo und zurück in Wiesloch, jetzt an einer unserer Vorführmaschinen in unserem Showroom. Und wie in der Einleitung angekündigt, zusammen mit meinem Kollegen Tobias Herple. Danke, Kai. Kurz zu meiner Person. Ich bin bei Heidelberg als Produktmanager im Bereich Verbrauchsmaterialien tätig und verantworte hierbei unser Portfolio in den Bereichen Coatings und Chemicals, was neben den verschiedenen Lacken fürs Lackierwerk, Feuchtmitteln und Reinigungsmitteln auch eine Vielzahl an Reinigungsprodukten beinhaltet. Tobias, wir haben jetzt die Meinung eines Entwicklungsingenieurs und die eines Spezialisten für die regelmäßige Tiefenreinigung gehört. Du bist selbst Druckingenieur und verantwortest, wie eben gehört, neben vielen anderen aufeinander abgestimmten Verbrauchsmaterialien auch Reinigungsprodukte, welche wir für die regelmäßige Pflege und Reinigung von Rasterwalzen vor Ort empfehlen und natürlich auch weltweit vertreiben. Ja, das stimmt. Speziell ein Produkt würde ich hier gerne in den Vordergrund stellen. Unser Power Cleaner 500. Dieser hocheffiziente Reiniger wurde eigens zur Reinigung von Rasterwalzen entwickelt und ist in Kombination mit den beiliegenden Reinigungsschwämmen sehr einfach in der Handhabung. Auftragen, kurz einwirken lassen, abwischen und mit klarem Wasser nachreinigen. Das war's. Die spezielle Reinigungswirkung des Power Cleaners sorgt dafür, dass die eingetrockneten Schutzpartikel aus den Vertiefungen heraus gelöst werden und anschließend entfernt werden können. Sollte ich Ihr Interesse geweckt haben, sprechen Sie uns an und überzeugen Sie sich selbst von der Qualität der Saphira Verbrauchsmaterialien. Das war's von unserer Seite aus dem Print Media Center. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, Sie gut und praxisnah informiert zu haben. Weitere Fragen oder Kontaktaufnahme natürlich jederzeit gerne über die Sie betreuenden KollegInnen aus unserem Heidelberger Druckmaschinenvertriebsteam.